Und ein herzliches Hallo zurück zu Batman Arkham Knight. Part 6, glaube ich schon. Im letzten Part sind wir, wie gesagt, haben wir noch zwei Leute retten können. Aus den Fängen von Arkham Knight und dem Scarecrow. Ich hab diesen Penner. Gentlemen, heute Nacht wird sich Gotham für immer verändern. Es wird zu einem albtraumhaften Ödland, einem einsamen Symbol für Batmans Versagen. Ein Moment der Angst. Aber nicht nur das. Hier werden Gotham zum Epizentrum einer Explosion machen, welche die ganze amerikanische Ostküste in mein Reich verwandelt. Ich muss die Verladung der Chemikalien in die Mischkammer stoppen. Sobald der Raum gesichert ist, kann ich versuchen, die Explosion zu verhindern. Daran erinnern, dass wir einen strengen Zeitplan einhalten müssen. Gotham wird dafür bezahlen, was sein Retter mir angetan hat. Ihr habt alle eine Aufgabe. Erledigt sie und betet, dass ihr mein Angsttoxin nicht aus erster Hand zu spüren bekommt. Die Bürger Gottes können weglaufen, aber sie werden ihrem... Ist da drüben, kommt schon! Scarecrow, wir sind dran. Chemikalienfluss zum Erliegen gekommen, was nur bedeuten kann, dass du hier bist, Batman. Auf unser Wiedersehen habe ich mich schon gefreut. Glaubst du wirklich, du hast gewonnen? Angst macht dich vorhersehbar. Ich habe die vollständige Kontrolle. Wie schalte ich ihn ab? Lass mich gehen, oder sie stirbt. Wovon redest du da? Barbara Gordon. Hast du ihn gefunden? Los, raus da! Sofort! Entspann dich. Niemand weiß, dass ich... Nichts schmerzt so, wie ein Familienmitglied zu verlieren und nur sich selbst die Schuld geben zu können. Alfred. Ich habe gehört, was dieser Wahnsinnige zu sagen hatte, Sir. Ich habe versucht, Miss Gordon zu erreichen, leider ohne Erfolg. Versuch's weiter. Achtung, Explosion steht kurz bevor.
Neutralisierungsmittel wird vorbereitet. Was tun Sie? Sie können es nicht mehr aufhalten. Ich weiß, das versuche ich auch nicht, aber ich kann den Explosionsradius verkleinern. Und was wird aus Ihnen? Nebensächlich. Finde sie, Alfred. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Diese Kanister sind hochexplosiv. Ich muss mich langsam bewegen. Sehr vorsichtig sein. Sir, ich bitte Sie, das zu überdenken. Verschwinden Sie! Wenn Sie von der Explosion erwischt werden, sterben Sie! Es gibt keinen anderen Weg, Alfred. Es gibt immer einen Weg, Sir. Bitte! Neutralisierungsmittel wird verteilt. Explosionsradius um 25% reduziert. Wo ist sie, Alfred? Ich weiß es nicht. Das ist allein meine Schuld. Sie war sich der Risiken bewusst, Master Blues. Sie wird so wütend sein wie Sie, das zugelassen zu haben. Sir, hören Sie mir zu. Verstehen Sie nicht, dass er genau das möchte? Ohne Sie ist Gotham ihm ausgeliefert. Das dürfen Sie nicht zulassen. Mir beigebracht, das Richtige zu tun. Nur das zählt noch. Master Blues, ich flehe Sie an. Sie müssen da sofort raus. Wenn es um Miss Gordon geht, Sie tragen keine Schuld daran. Bitte retten Sie sich, bevor es zu spät ist. Leb wohl, Alfred. Hast du mich vermisst? Der Joker. What the fuck? Okay. Jetzt sind wir Mark Gordon, okay. Klasse. Und wie soll ich jetzt reinkommen? Stimmmuster analysiert. Identifizierung bestätigt. Willkommen, Commissioner Gordon. Unglaublich.
Der Geist in Grau. Grayson, ja. The Terror. Persecutor. Was zum Teufel ist das hier? Du bist ziemlich fett. Zwar hast du uns ein bisschen Bussemüll, aber trotzdem fett. Das ist eine Isolationszelle. Oh. Batman, gut, dass du gekommen bist, Jim. Das musst du sehen. Was ist das für ein Ort? Wer sind diese Leute? Bevor sie ihn erledigt hat, hat der Joker sein infiziertes Blut an alle Krankenhäuser im Staat verschickt. Ich weiß, wir haben es gefunden. Wir haben was übersehen. Wie? Ärztliche Fehler. Transfusionen, die nicht verzeichnet wurden. 5 Personen waren betroffen. Sie waren dem Blut zu lange ausgesetzt. Es verändert sie. Sie werden zu Jokern. Mein Gott. Es ist eine Form der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, die aber weiter mutiert ist als alles, was es bisher gab. Was ist mit ihm? Er sieht nicht aus wie die anderen. Henry Adams. Er ist am längsten infiziert, aber ohne Symptome. Immun gegen Jokers Blut. Robin versucht festzustellen, warum. Eins ist aber klar. Henry ist der Schlüssel zu allem. Ich habe kooperiert. Ich habe alles gemacht, was Sie wollten. Sie haben gesagt, es dauert nur ein paar Tage. Du kannst ihn nicht gegen seinen Willen festhalten. Wir sind nah dran, Jim. Wir können ihn nicht gehen lassen, bevor die anderen nicht geheilt sind. Halt. Du hast gesagt 5, ich zähle nur 4. Einer fehlt noch. Er wird bald hier sein. Er selber. Heute. Bruce. Hörst du mich, Bruce? Oh, tu nicht so überrascht, Bats. Du wusstest, es würde früher oder später so kommen. Ich tief in dir drinnen. Zusammen werden wir dieser Stadt geben, was sie verdient. Einen neuen Batman. Einen besseren Batman. Einen dunkleren. Naja, dazu kommen wir später. Zuerst müssen wir ein paar Prioritäten setzen. Sicher, du hast die Explosion eingedämmt und die Stadt gerettet, aber Ace Chemicals wird dennoch explodieren. Du musst doch mal auf dich selbst Acht geben. Immerhin grübelst du jetzt für 2 nach.
Tja, Jokerlein, wenn du so klug bist, dann helf mir mal hier raus. Wie wäre das? Ach, ich bin auch ein bisschen dämlich. Jetzt raus hier. Fahr. Billige Scheiben-Honigsoße. Den Explosionsradius verringern und verhindern, dass das Toxin die Stadt erreicht. Aber was ist mit Scarecrow oder diesem Arkham Knight-Burschen? Sie haben Panzer, Raketen, ihre Truppen sind in ganz Gotham. Crane ist entwischt. Ich war dem Toxin ausgesetzt. Meine Güte, geht es Ihnen gut? Wissen Sie noch, was in der Anstalt geschehen ist? Schon gut. Ich hatte schlimme Symptome, aber das ist vorbei. Das war gute Arbeit von Scarecrow. Ich war nie ein Freund seiner Erfindungen, aber diese Mischung ist toxisch gut. Sie bringt wirklich meine Seite in dir zur Geltung. Sir, haben Sie mich gehört? Commissioner Gordon hat versucht, Sie zu kontaktieren. Danke, Alfred. Jim. Du lebst. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich muss mit dir sprechen. Klar, was gibt's? Treffen wir uns vor dem GCPD-Gefängnis. Ich bin auf dem Weg. Oh, es wird ihm nicht gefallen. Trotzdem, mit diesen wunderschönen Worten würde ich mich für diese Folge verabschieden und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss.